Ja, darf euch ganz herzlich zur Jugendfest begrüßen, euch hier in der Kirche und viele Leute schauen im Bildschirm hier zu. Danke, dass ihr heute alle da seid. Und lasst uns die Jugendvesper mit dem Zeichen Jesu beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So fangen wir an mit dem Lied K1. Komm herein. K1. Ganz herzlich. Ja, wir haben November, das ist ein Monat, den viele von uns nicht so mögen, der ist so dunkel und das Wetter passt jetzt auch zum November, ist so grau und die Natur stirbt so vor sich hin und dann kommt der Totensonntag. Vor 3 Tagen haben wir Aller Seelen gefeiert und die meisten von euch oder die meisten Christen gehen auch schon an Allerheiligen. Es war am Montag zu den Gräbern, um der Toten zu gedenken. Und viele Kinder und Jugendliche feiern Halloween und dann ist so ein Gruseleffekt noch dabei, so auf Allerheiligen hin. Ein merkwürdiger Monat, dieser November. Und in der Liturgie wird ganz viel erzählt von der Endzeit, Apokalypse. Und die Corona-Zahlen tun auch noch das Ihrige dazu zur Zeit. Also irgendwie merkwürdig. Und da haben wir uns gedacht, das tut gut, an das Fest vom 1. November zu denken. Das heißt nämlich nicht Halloween oder auch nicht Aller Seelen oder Totensonntag. Das heißt Allerheiligen. Und für mich ist dieses Fest wie ein ganz großes Plus vor dem Rest, der dann folgt.
Wir kennen ja diesen Effekt aus der Mathematik. Wenn du ein Plus davor machst, dann hat das Ganze ein positives Vorzeichen und bei Minus ist es eben das Gegenteil. Und so ist das Fest, das Anfang der Woche war, wie ein großes Plus vor dem, was im November halt auch so spürbar ist, das Vergehen und ja, dieses Sein zum Tode, hat man ein berühmter Philosoph formuliert. Allerheiligen, da geht es nicht um die etwas entrückten, verschnörkelten heiligen Figuren in unseren Kirchen, die sind wunderschön, aber manchmal doch etwas weltfern. Es geht um die Perspektive, die wir haben. Es geht um die Aussicht, die Gott uns gibt, den Weitblick. Wir sagen dazu auch Himmel. Im Englischen ist da der Vorteil, dass es zwei Wörter gibt für das Blaue mit den Wolken da oben. Das ist Sky und Heaven. Das ist viel mehr, das ist göttlich, das ist Gott selber. Und wenn wir in die Botschaft Jesu schauen, dann wird deutlich, dass der Himmel nicht nur das ist, was uns nach dem Tode einmal verheißen ist, sondern dass das jetzt schon beginnen soll und darf. Der Himmel ist in dir, sagt mal Angelus Silesius, der berühmte Dichter. Und das feiern wir jetzt. Also möchte ich euch einladen, dass wir uns des Himmels bewusst werden, der in uns ist, dieser Gott mit seiner Liebe, diese Grundgeborgenheit, das ist gleichzeitig die Aussicht, die wir haben, das positive Vorzeichen und das, was uns selbst, wenn jetzt die Zahlen so hoch gehen und der November etwas düster werden sollte, was uns die Grundgeborgenheit schenkt. In dir sein, o Herr. Schweigen, denn du, Herr, du hörst auf mein Schweigen.
ist alles, alles, was ich mir erbitte, in dir sei, o Herr. Das ist alles, alles, was ich mir erbitte. Zusammen beten. Eigentlich ist es wirklich so, dass wir nicht reden brauchen, denn Gott weiß eh um alles, was in uns ist. Deswegen möchte ich euch einladen, dass wir tatsächlich erst einmal nichts sagen, aber dass wir aufstehen, lade auch die zu Hause herzlich ein, wenn es möglich ist, aufzustehen und uns gut hinstellen. So wie der liebe Gott uns gemacht hat, stehen wir jetzt vor ihm und in ihm und bei ihm. Und vielleicht könnt ihr bewusst auf den Atem achten. Und je tiefer der Atem geht, desto leichter fällt es auch, die Augen zu schließen. Und dann lasst uns nur ein paar Sekunden einfach die Stille in diesem Raum, der von Gott jetzt erfüllt ist, hören oder genießen. Guter Gott, wir sind dankbar für die Stille, die von dir erfüllt ist. Wir sind dankbar, dass wir dich kennen dürfen, zu dir beten dürfen, etwas spüren von der Geborgenheit, die du schenkst. So öffne uns jetzt noch ein Stück mehr für dich und lass uns noch mehr erfahren, wie du uns beschenkst, jetzt in dieser Stunde und in unserem Leben. Und lass uns deine Liebe spüren, die du uns verheißt, die du uns aufträgst, die du in uns wachsen lässt, von der dein Sohn uns in seinem Wort erzählt, auf das wir jetzt hören. Amen. Wir singen noch ein Lied. G14, Gott verwandelt leise. G14. Thank you.
Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Die Heiligen, die sind ja in den katholischen Kirchen omnipräsent, auch bei uns stehen viele an den Seitenaltären und hier oben und da hinten, rechts und links. Und da gibt es die vielen, die heilig gesprochen wurden und werden und selig gesprochen, das ist dann die Vorstufe. Auch wir Ottilianer, wir haben unsere Mitbrüder, die gewaltsam in Korea von den Kommunisten das Martyrium erleiden mussten, und da läuft ein Seligsprechungsprozess. Das finde ich sehr gut. Nur so generell tue ich mich manchmal etwas schwer mit diesen Heiligsprechungen. Ich habe jetzt zwar keine Statistik bereit, aber das sind überwiegend Männer, viel mehr als Frauen. Bei den Männern sind es überwiegend Priester, viel mehr als Nichtpriester. Bei den Frauen sind es fast nur Ordensfrauen, also Nonnen. Ja, und ganz viele waren schon sehr speziell und besonders. Man hat schon zu Lebzeiten besondere Phänomene wahrgenommen, mystische Verzückung, die Fähigkeit zu fasten, wie es biologisch eigentlich unvorstellbar ist. Oder dann irgendwelche großen Taten, die Gründung eines Ordens, die Mission bei den fernen Heidenvölkern oder was immer. Also immer oder meistens schon sehr herausgehoben, und dann noch die Darstellungen, gerade in unseren schönen Barockkirchen, wo sie doch sehr ja, beschwingt, verzückt und ein wenig weltfremd erscheinen, und dann denkt man sich so als Normalsterblicher, okay, eigentlich will ich gar nicht so komisch werden. Was ist es dann? Heilig werden. Kommt ja von Heil. Heil, heilen, heilig hängt zusammen. Das ist natürlich viel mehr als nur irgendwelche äußeren Großtaten oder besonderen Begabungen. Und es findet sich eigentlich in allen spirituellen Wegen, nicht nur im Christentum, die Erkenntnis, dass es darauf eigentlich nicht ankommt, dass du am Schluss nicht gefragt wirst, ob du einen Orden gegründet hast,
ob du ein begabter Prediger warst oder ein guter Lehrer oder gut Orgel oder Gitarre oder sonst was gespielt hast oder ein guter Elektro-Tontechniker warst oder was immer. Es wird auch nicht gefragt, wie viele Stunden und Prozent deiner Zeit du den Menschen aufopfernd gedient hast. Es wird immer nur nach dem einen gefragt, nach dem, was Jesus im Evangelium herausstellt. Das war das Evangelium vom letzten Sonntag. Es wird immer nur nach der Liebe gefragt. Und die Liebe, die ist nach dem, was Jesus sagt und in unserer Spiritualität ein Dreiklang: Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Dieser Dreiklang ist ja etwas Musikalisches, der besteht aus dem Grundton und der Terz darüber und der Dominante. Und es ist interessant, wenn diese drei Töne gut zusammenklingen, dann wird aus dem Dreiklang so etwas wie ein Einklang. Dann ist auch musikalisch die Resonanz so gut abgestimmt, dass es ein Einklang wird. Vielleicht können wir das gerade mal probieren, bitte. Wenn der Ton verklingt, hört man die Harmonie, das Zusammenschwingen. Vielleicht können wir den Gegenversuch auch mal ausprobieren. Also wenn einer der Klänge dominant wird. Es gibt ja sicher auch Menschen, die sich selbst zu lieben schwer tun, die sich vielleicht gar nicht mögen und sich dann in der nächsten Liebe versuchen. Es mag auch Menschen geben, die fromm viele Stunden zu Gott beten und den Nächsten, der die Liebe bräuchte, nicht beachten. Vielleicht ist das dann so wie mit einem Dreiklang, der eben nicht zum Einklang wird, sondern wo einzelne Töne irgendwie herausragen und dann ist es nicht mehr so schön. Ich möchte euch heute Abend drei kleine Ideen mitgeben zu diesem unendlich großen Thema, dass die Liebe in uns wachsen soll, damit wir heil und heilig werden auf unserem je eigenen Weg und in unserer je eigenen Weise. Bei der Gottesliebe geht es auch mir oft so, ich tue mich schwer, weil ich Gott nicht gegenüber habe wie einen lieben Menschen. Der ist so wenig greifbar und manchmal auch nicht spürbar und unsichtbar. Was soll das dann sein, Gottes Liebe? Für mich ist tröstlich die Anweisung, die der heilige Benedikt in seiner Regel uns Mönchen gibt. Da sagt er nicht, der Mönch muss Gott lieben, sonst ist er kein guter Mönch, sondern er sagt, man achte vor allem darauf, ob der Bruder Gott sucht. Gott suchen. Das ist für mich tröstlich und auch offen, weil Gott suchen kann ich immer. Da geht es darum, dass er mir wichtig ist, selbst wenn er Geheimnis bleibt, wenn er zu schweigen scheint, wenn er eben nicht greifbar ist, weil er Gott ist, ist er mir wichtig und ich bin getrieben, innerlich engagiert, ihn zu suchen auf je meinem eigenen Weg, was immer das heißen mag. Sicher geht es darum, dass ich mir Zeit nehme.
Und auch bei der Nächstenliebe, da fällt es mir natürlich leicht, wenn ich hier hinten an meinem Platz im Chorgestühl sitze und gegenüber ist jemand, den ich einfach mag, weil ich immer wieder, vielleicht jeden Tag spüre, dass er auch für mich gut ist, dass er mir Gutes tut, dass er mich beschenkt. Oder in meiner Verwandtschaft gibt es ein paar wunderbare Menschen, wenn ich an meine Eltern denke, wie sie mich beschenkt haben, dann kommt die Liebe von selber ins Herz. Das kennen wir. Wenn du erfährst, wie gut jemand zu dir ist, dann wird das Herz von selber warm und weitet sich. Aber was ist denn, wenn ich hier von diesem Platz aus da drüben diesen oder jenen sehe, der sich unmöglich benommen hat mir gegenüber, der immer so ein komisches Gesicht macht, wenn er mich trifft, wo die Chemie einfach irgendwie auch nicht stimmt, mit dem ich nichts anfangen kann, der mir einfach unsympathisch ist, dann hilft es nichts, das einfach wegzuwischen. Dann tut es gut, dieses Problem erstmal anzuschauen. Und dann gibt es aber so etwas wie einen inneren Ruck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass du sagst, so, und der da drüben, der so schwierig ist für mich, dieser Zeitgenosse, ist jetzt auch in diesem Raum Gottes. Und der ist, entschuldigt, verdammt nochmal, auch ein Kind Gottes. Am liebsten würde ich dich ja bitten, lieber Gott, dass du in meine reinhaust. Aber jetzt bitte ich dich darum, dass du uns alle segnest. Egal wie, du weißt schon, wie du das machst und was mir gut tut und ihm gut tut. Das ist ein sehr, sehr offenes Gebet und das ist für mich dann so etwas wie Wohlwollen. Das ist sowas wie eine Willensentscheidung. Das ist sicher noch nicht Liebe im Sinne, im vollen Sinne, im Sinne von Sympathie, sondern das ist eine Entscheidung, ein innerer Ruck, wo ich mir klar mache, okay, dieser Gott identifiziert sich auch mit diesem Zeitgenossen oder dieser Zeitgenossin. Der ist ganz identifiziert mit diesem Menschen, mit dem ich mich so wenig identifiziere, der so schwierig ist. Aber sei es drum, ich nehme es zur Kenntnis und vielleicht kann ich den lieben Gott bitten, dass er diesen Menschen segnet. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch hat so einen Mitmenschen, wahrscheinlich auch mehrere, wo dieser innere Ruck vielleicht immer wieder dran ist. Und das ist vielleicht der Anfang der Nächstenliebe. Und da geht es ja nicht nur um die Nächsten, es geht auch um die Fernen. Es geht einfach um die Mitmenschen, die mit mir auf dem Weg sind, als Kinder des einen Gottes. Oft ist es ja so, dass der andere bei mir selber irgendwas antriggert. Also ich bin jemand, der oft so ein Tick knapp kommt, zum Chorgebet zum Beispiel, manchmal auch ein bisschen unpünktlich. Oho, wenn dann jemand sich da noch mehr herausnimmt und richtig unpünktlich kommt, dann kommt so in mir so ein kleines bisschen Ärger. Und wenn ich ehrlich hinschaue, nehme ich wahr, das ist eigentlich der Ärger über mich selber, zumindest auch. Und da kann es helfen, zu schauen, wenn du Schwierigkeiten hast, den Nächsten zu lieben. Was ist denn das, was der hier in mir antriggert? Vielleicht ist es ja mein Thema, sonst wird es mich ja nicht antriggern. Und da kommt dann die Selbstliebe ins Spiel. Man hat uns Christen vielleicht jahrhundertelang eingeredet, Selbstliebe sei schädlich und gefährlich, weil sie letztlich das Gleiche wie Egoismus sei. Deswegen mache ich da gerne eine Pause zwischen dem Selbst und Liebe. Stell mir das eher mit einem Bindestrich vor, Selbstliebe. Also wenn Gott Wertschätzung für dich und mich hat, dann darf ich dich und mich eigentlich so lieben, wie Gott es tut. Ich könnte, ich dürfte, ich darf mich so wertschätzen, wie Gott mich wertschätzt. Das ist wahrscheinlich nie ganz erreichbar, aber die Berechtigung und vielleicht sogar die Befähigung ein Stück weit hätte ich, mich wertzuschätzen, wie Gott mich wertschätzt. Das ist dann die Selbstliebe. Die ist gar nicht so einfach, weil da muss ich ja auch das wertschätzen, was ich bei mir selber eben nicht liebe,
wo ich mich schwer tue, weil es Grenzen sind, die ich nicht annehmen mag und so weiter. Auch da findet sich wahrscheinlich bei jedem von uns eine ganze Menge, wo diese Selbstwertschätzung wachsen darf. Und dann kann nämlich vieles auch heil werden, um nicht zu sagen heilig. Ein Mensch, der sich wertschätzt, der hat eben diese Ego-Trips von sich vergleichen, sich erhöhen, neidisch zu anderen aufblicken, eher nicht nötig. Und so ist es paradox, aber es ist so, wenn die Selbstliebe wächst, dann schwindet die Selbstsucht, das Kreisen um mich, dann kann ich mich loslassen und einfach meinen Weg gehen und wir können gemeinsam den Weg gehen als Kinder Gottes, geliebte Töchter und Söhne. Wir dürfen alle für uns dieses Bild bei der Taufe Jesu ganz deutlich sehen, dass der Himmel über dir und mir offen steht und Gott spricht zu dir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Da spricht er zu dir und zu dir und zu dir und zu mir und zu uns allen. Lied W5, wenn das Brot, das wir teilen, W5.
Umfängt. Das ist die Grundlage, auf der wir beten. Das ist der große Raum, in dem unsere Fürbitte Platz hat. Das ist das Grundelement, in dem alles, was wir auf dem Herzen haben, geborgen ist. Das können wir aussprechen oder still für uns aufsteigen und formen. Und es tut gut, es Gott bewusst ans Herz zu legen, was wir jetzt tun, indem wir dich bitten, guter Gott. Herr, ich möchte dir die Ratlosigkeit anvertrauen, die in dieser Zeit um sich greift. Wie geht man als Politiker um mit der Corona-Lage? Wie viel Zwang darf ausgeübt werden? Wie viel Einschränkung? Wie viel Freiheit? Wie viel Lockerung? Wie viel Lockdown? Es scheint vieles unsicher und viele sind ratlos und gerade jene, die Verantwortung haben und Entscheidungen treffen müssen, für die möchte ich bitten, die legen wir dir ans Herz, dass dein Geist ihnen hilft und die Augen öffnet und sie das Rechte spüren und dann auch entscheiden lässt. Guter Gott, ich bitte dich, hilf uns bei diesem Dreiklang, bei der Liebe zu dir, bei der Liebe zum Nächsten und bei der Liebe zu uns selbst, dass wir da das richtige Gleichgewicht halten in diesem Dreiklang und dass wir wachsen in der Liebe zu dir, in der Liebe zum Nächsten und zu uns selbst. Ihr könnt auch lauter Fürbitte aussprechen von eurem Platz aus. Das hört man, glaube ich, ganz gut. Für Menschen, die an ihrem fragilen Punkt in ihrem Leben stehen, die vielleicht viel aufgegeben haben, um einen neuen Weg einzuschlagen, schenke du ihnen deine Nähe.
schenke du ihnen Menschen, die ihnen Zuversicht, Rat und Weisheit geben, Begleitung. Ich möchte bitten, dass uns die Sorge nicht übermannt. Denke an uns Lehrer an der Schule, die wir uns sorgen, weil immer wieder viele Schüler nicht da sind. Denke an die Schülerinnen und Schüler, die sich sorgen bei den fast täglichen Testen, dass sie nicht in die Schule gehen dürfen, zu Hause bleiben müssen. Bitte auch für kranke Menschen, die sich sorgen, weil sie erstmal nicht sehen, wie es weitergeht. Gerade kam mir so ein Bild: Gott, du bist die Sonne und die Heiligen sind wie Sterne am Himmel. Und so bitten wir dich, bescheine auch du uns mit deinem Licht, dass wir leuchten hier auf der Erde für andere Menschen, dass wir Wegweiser sind zu dir, damit die Menschen durch unser Licht, durch unsere guten Taten, durch unsere Liebe schließlich zu dir finden. Alles, was wir auf dem Herzen haben, alle Sorge, ja auch alle Angst, alle Ungewissheit ist geborgen, weil wir geliebte Töchter und Söhne sind und uns Christus dazu macht und uns einlädt, zu dir, Gott Vater, zu sagen. Und deswegen lasst uns beten,
Lasst uns aufstehen und sprechen, wie er es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann singen wir noch ein Lied, G14. Gott verwandelt leise, G14. Das war falsch. Das haben wir ja schon gesungen. Wir singen D14, D wie Dora. D. Um dich in die Arme zu schließen. Der Herr sei neben dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen. Der Herr sei um dich herum, um dich zu trösten. Der Herr sei um dich zu beschützen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Sei Gott dem Herrn. Ja, und wir bitten den Herrn, dass er uns noch einen Engel mit auf den Weg schickt, wenn wir nach Hause gehen. Deswegen singen wir M19. Manchmal brauchst du einen Engel. Vielleicht ist es auch ein lieber Mensch, dieser Engel. M19. Ich freue mich, dass ihr da wart, ihr am Bildschirm, und ich habe gezählt, es sind 30 Leute in der Kirche, hätten noch ein paar mehr Platz gehabt, also kommt es wieder, waren schon lange nicht mehr so viele da wie heute, es wird besser, merken wir, hoffentlich bleibt es so. Ja, die nächste Jugendfest ist am 3. Dezember, es wird ein bisschen adventlich am 3. Dezember, da stimmen wir uns ein auf Weihnachten. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen, und singen wir nochmal ein Lied, G11, Gerechtigkeit, G11. La 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 la
Vielen Dank auch an den Techniker, der Dieter da vorne, und schön, dass du heute mal wieder da warst, Pater Theophil, nach langer Zeit, und der Pater Pedro an der Gitarre, Ursula an der Gitarre, der Bruder Markus hinten mit dem E-Bass, Pater Regino am Piano und die Petra mit der Querflöte. Ihr wart ja auch schon länger nicht mehr da, und schön, freue mich. Das ist ein kleiner Applaus wert. Ein Schlusslied haben wir noch, S8, sei behütet. S8.
behütet. Theophil spielt noch an der Orgel als Begleitung nach Haus. Danke, Theophil.